Corona Prostatakrebs. Ist jetzt ein Thema, was mich persönlich nicht so betrifft, aber irgendwie doch, weil ich meinen Mann diesbezüglich gern mal zum Arzt schicke. Denn es betrifft ja viele Männer. Von wie vielen sprechen wir? Also es ist so, dass 11% der Männer über alle Altersgruppen hinweg im Laufe ihres Lebens Prostatakrebs bekommen. Mhm. Aber in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, dass Prostatakrebs nicht so eine hohe Sterblichkeit hat, wie zum Beispiel Lungenkrebs. Also die Dynamik der Erkrankung kann sehr variieren. Also sie kann zum Beispiel sehr langsam wachsen, sodass eine Therapie gar nicht erforderlich ist. Oder aber auch so aggressiv sein, dass zum Beispiel eine Chemo oder eine Radiotherapie oder auch eine Operation oder andere Optionen in Frage kommen. Und es ist insgesamt eine Erkrankung des älteren Mannes. Jetzt beschäftigst du dich ja ganz speziell mit dem fortgeschrittenen Prostatakrebs. Woran erkennt man den? Ein Stigmata bzw. ein führendes Symptom sind die Schmerzen, die durch die Knochenmetastasen verursacht werden. Ich würde sagen, die Mehrheit der Patienten leidet darunter und dann geht es auch darum, zum einen die Schmerzen zu lindern und zum anderen auch das Fortschreiten der Krankheit in den Knochen zu verhindern. In diesem Zusammenhang können Knochenschutzmittel verabreicht werden, aber auch eine antihormonelle Therapie. Das nennt man die chemische Kastration. Das ist eine Antitestosterontherapie, weil Prostatakrebszellen Testosteron brauchen, um sich zu vermehren. Wenn man das Testosteron dem Körper entzieht, dann wächst der Krebs auch nicht mehr so stark nach. Thema Kastration ist dann das Thema, was sicherlich den einen oder anderen Mann zum Nachdenken bringt, weil man denkt, ich werde jetzt entmannt? Also es ist so, dass man bestimmte Lebensgewohnheiten, die man vorher hatte, natürlich nicht mehr so hat wie früher, zum Beispiel das Libido. Aber die anderen Nebenwirkungen wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen oder jetzt hier Knochenschwund, wobei Knochenschwund ja dann mitbehandelt wird, nicht so gravierend sind, dass diese Therapie nicht zumutbar ist. Antihormonelle Therapie oder die chemische Kastration kann auch über Jahre hinweg verabreicht werden, ohne dass die Lebensqualität in anderen Bereichen nachhaltig gestört ist. Und im Vergleich zur Chemotherapie? Also die Chemotherapie ist natürlich eine sehr aggressive Variante der Therapie. Und vor dem Hintergrund, dass Prostatakrebs eine Erkrankung des älteren Mannes ist, ist es problematisch. Je älter jemand ist, kann er auch umso schlechter Chemotherapie vertragen und auch für einen kürzeren Abstand. Und die Wirkung der Chemotherapie ist auch nicht so nachhaltig. Das heißt, man braucht etwas anderes, was besser verträglich ist. Eine ganz entscheidende Frage, vielleicht zum kleinen Tipp an die Männerwelt, was das Thema Vorsorge betrifft. Worauf kann ich achten, sollte ich achten, wenn es um Prostatakrebs geht? Also was man selber als Mann aktiv dazu beitragen kann, um sein Risikoprofil zu senken, sind Samenergüsse im Monat. Also es ist so, es hat sich gezeigt, dass 21 Mal im Monat eine Ejakulation sich positiv auf das Risiko auswirkt, wohingegen 7 Mal im Monat, das hat dann ein eher ungünstiges Risikoprofil. Ja, 21 Mal sollte im Monat sein. Das ist dann ein aktiver Beitrag, um das Risiko für Prostatakrebs bei sich selbst zu senken. Okay, und rechtzeitig zum Arzt gehen. Ich danke dir.